Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen hier auf dem südöstmoreländischen Fernsehen bei der 34. Folge von Let's Play European Truck Simulator hier auf der afrikanischen Route mit unseren Holzfigürchen hinten dran. Ich mache mal Licht an. Feuer mal vorsichtig wieder vom Parkplatz runter. Zu eurer Belustigung, ich habe etwas mit OBS rumgespielt. Ich habe die Codierung von in der letzten Folge 2000. Nee, letzte Folge 1200. Diese Folge steht die Codierung auf 4000, meine lieben Freunde. Wir dürfen mir 70 fahren in der Stadt. Oh, hier ist rot. Mal kurz gucken, ob wir schon Schaden haben. 1 zu 1, ne, das geht ja noch. Da muss ich mich auch ein bisschen zusammenreißen. Wir haben nur 1,6 tausend Kilometer. 1600 Kilometer, genau zu sein. Und es fängt an zu regnen. Ist aber der Hammer. Was war denn hier meine Scheibenwischertaste? Hier. Hat es hier unten schon mal geregnet? Neben uns jemand? Nein. Fahren wir mal ganz geschmeidig hoch. Sind wir noch 15 Grad? Zumindest im Spiel. Uns sollen ja heute sehr, sehr warme Temperaturen werden. Wenn ihr das seht, dann sind wieder nicht so warme Temperaturen. Kommt da was? Nee. Oh, guck mal, das spiegelt sogar auf dem Boden. Ja, wir verlassen Benghazi und fahren dann zum nächsten Ort auf unserer Karte. Da wäre Sirte. Sirte wäre das. Das ist jetzt ein Problem. Warte mal, hört. War mir die nächste Tankstelle? Hier. Und da ist die letzte. Wir können ja jetzt hier noch nicht so einfach umdrehen, ne? Warte mal, bis hier hin. Möchte mal kurz wissen, wie viele Kilometer es bis dorthin sind. Also, sonst drehen wir einfach um. Auto kommt von da, Auto kommt von da. Langsam vom Gas runtergehen, langsam runtergehen. Weil ich sehe gerade eine Lücke. Achtung, 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 Achtung. Ja, die bleiben alle stehen. Sehr gut. Müssen wir noch mal kurz zurückfahren.
Habt ihr recht, das ist ja meine Scheinwerfertaste. Mich würde mal gerne interessieren, was ihr so gerne an solchen Wochenenden macht, die jetzt so sehr, sehr warm sind. Ist doch mal ein schöner Screenshot. Upsala. Denn es war ja, muss ich ehrlich zugeben, jetzt am 1. April sehr, sehr mystische Temperaturen, so wie es der April eben macht, ne? Hatten wir so, jetzt gehen wir langsam wieder vom Gas. Upsala. So wie es der April auch macht, hat er uns am 1. April Schnee geschickt. Und das nicht so knapp. Oh, guck mal, 9 Centiliter. Machen wir voll das Ding hier. Und heute, also dieses Wochenende, das Wochenende, ich sag's mal aus, weil die Folge kommt wahrscheinlich am 8.4. Oder? Kleinen Moment. Kleinen Moment. Die Folge kommt am 8.4. Der 8.4. ist meines Erachtens nach ein Freitag. Das bedeutet, ihr seht die Folge am Freitag, den 8.4. Schlafen wir doch gleich mal. Vielleicht ist danach der Regen vorbei. Ah ja. Regen ist vorbei. Und bevor ihr jetzt was spawnt auf der Straße, kommt hinten was. So, machen wir den da. Und jetzt sind wir wieder auf der richtigen Route. Guck mal, zur linken Hand sehen Sie ein Atomkraftwerk im Benghazi. So mal cool, direkt am Atomkraftwerk Hochhäuser, ne? Da will jeder wohnen. Das sind die teuren Villen. Jetzt sind 25 Grad draußen. Mal sehen, ob mir die 30 Grad hier knacken und sogar die 40 Grad hier oben an der Küste. Glaub's eher nicht. Ja, jetzt kann man ja mal die schöne Küste sehen. Ich kann ja das Licht ausmachen, fällt mir gerade auf. Mal so einen schönen Screenshot hier. Warte mal, da muss ich aber mal dieses übliche Gefasel ausmachen. Das und das und Screenshot
Und Screenshot. Wow, 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 wow. Ich passe zwar ein bisschen mehr auf wie der liebe Ufermann. Nur ich finde es immer noch ein bisschen zu riskant, meines Erachtens nach. Da während der Fahrt, ich fahre ja mit 106 Stundenkilometer, ja, nicht ganz mit 106, machen wir das Navi an, da wissen wir es, mit 103. Dann hier mal die Außenkamera zu schwenken. Schaffen wir das hier rüber? Ich glaube mal, das ist auch eine angenehme Fahrgeschwindigkeit. Die Kurven mit höheren. Na komm, höher können wir noch gehen. Und zwar auf 110. Außer. Das war jetzt ein Fehler von mir, meinerseits. Oh, das ist ein großer Fehler meinerseits. Noch ein größerer Fehler meinerseits. Gut, dass die mich alle reinlassen hier. Fahr, fahr, fahr. Dankeschön. Leitplanke. Incoming. Hinter mir war jemand. Aber dass zum Bleistift solche Straßen einfach mal sehr, sehr lustig aussehen. Ich fahre mal jetzt 71 fahren wir hier. Na, wo ist die Screenshot-Taste? Ein bisschen hier nochmal hochskalieren. Ich sitze jetzt unten. Brauche ich kein Navi. Reinhauen. Ein bisschen aufholen. Ich bin auch schon mal hier, wo keine Leitplanke war, einfach mal so just for fun ins Wasser gefahren. Da kommt zwar man schwierig wieder raus, aber man kann so circa 50 Meter unter dem Wasser, also unter dem Meeresspiegel fahren. Problemlos, man schwimmt nicht auf dem Wasser. Perfekte Engine auf jeden Fall. So, hier kann ich jetzt nochmal ein Foto machen, das sieht doch perfekt aus. Und bam. So, bremse ich mal ab. Müsst ihr mal auf dem Tacho gucken, wie schnell ich gerade fahre. Fahren die. Ich komme aber nicht hinterher mit 85 sogar. Jetzt komme ich ran. Oder auch nicht. Finde es ja lustig, dass hier überhaupt kein Gegenverkehr kommt. Ne? Hier ist ja Überholen verboten, ne? Muss man dazu sagen. Daran halten wir uns natürlich auch. Es sind mir eher als wie 90 Stundenkilometer, was sie hier fahren gerade. Das sind nochmal schöne Landschaften dorthin.
Ganz schöne Küste. Super simulierte Berge, also von Weitem sieht es ja realistisch aus, ne? Aber von Nahen sehen die Texturen eben genauso aus wie von Weitem. Deswegen ein bisschen grobkörnig. Da kam gerade was entgegen. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Drei, jemand landet, sie überholen uns ja alles. 2 zu 6. Scheiße, würde ich sagen. Warum bin ich denn nicht auf Bremse gegangen? Kann mir das mal jemand sagen? Ich muss unbedingt hier hinten wieder was einschalten. So. Ja, die Kurven sollte man nicht mit 90 Stundenkilometer nehmen. Ist zu wünschen. Zum Beispiel so eine Kurve hier vorne. Lassen wir uns lieber ausrollen, wenn ich schon sehe, dass die auf die Gegnervorbahn kommen. Vorne werden die Kurven ja noch extremer. Guckt mal hier vorne auf aufs Navi. Bremse gerade und bin im Sandbett gefallen. Ja, vorne fahre ich lieber mal nicht im Sandbett. Upsala. Ah, die bleiben gut stehen. Dankeschön. Bin ich gefunden. Ja, die scheiß Hupe. Ist noch auf der alten Position. Guck mal, das ist ein großer Containerdampfer. Gerade ein bisschen risikoreich, muss ich ehrlich zugeben. Na, nur ein bisschen. Manchmal wissen, wenn die erst vor mir gefahren sind, außerhalb meiner Sichtweite sind und dann bin ich wieder in ihre Sichtweite, ob die dann die spawnen sind oder nicht. Oh, hier ist eine scharfe Kurve. Eine sehr scharfe Kurve. Na, die Kurve ging noch. Müssen wir mal kurz hier ein bisschen Gas geben, dass wir die wieder einholen. Aber guck mal, zwischen den Kurven darf man auch nur höchstens 150 fahren.
Palme. Huckel. Schräg, ich stehe schräg, ich stehe schräg. Schräg, 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 schräg. Guck mal, hier ist ein Parkplatz. Wie geil ist das denn? Straße wieder gerade, können wir da 100 fahren. 8,8. Scheiße. Mehr möchte ich jetzt aber hier nicht an Prozenten raushauen, weil wenn ich die Fracht so angucke, die ist nicht so viel wert. Und die Folge ist um, meine lieben Freunde. 20 Minuten gehen sie schnell um und das waren mal wieder 20 Minuten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie gesagt, genießt auch das kältere Wochenende, was ihr gerade habt. Meines Erachtens nach wird er dieses Wochenende vom 8. bis 10. Upsala, ein wenig kälter. Da muss ich später vom Gas gehen. Ein wenig kälter, so um die 10 bis 15 Grad. Wir finden es eine Tankstelle. Fünfundachtzig können wir gehen, das ist höher gehe ich mal nicht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt die Zeit. Und tschüss.